Meine Herren, ich will heute mal auf das Thema Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl eingehen. Denn das ist wirklich das größte Thema schlechthin und das Wichtigste, was dich als Mann interessieren sollte. Ich werde im Folgenden mal darauf eingehen, dass es eine gewaltige Korrelation zwischen Selbstvertrauen und Testosteron gibt, erstaunlicherweise. Und ja, dass du alles daran setzen solltest, deine Testo-Werte in Ordnung zu bringen auf ein adäquates Niveau. Denn ja, wir wissen, die Testo-Werte und ja, auch damit verbundene Dinge wie Zeugungskraft, Spermien, Qualität, Spermienmenge, all das, ne, das geht gewaltig den Bach runter. Das Thema Ernährung außen vor gelassen, kommen wir jetzt zu dem Bogen, den ich spannen will zwischen deinen Testo-Werten und dem Selbstvertrauen, das du als Mann haben sollst und anstreben solltest. Das ist der Aspekt des Gewinnens. Das heißt, wenn du viele Erfolge in deinem Leben feierst, ganz egal, ob die sportlicher Natur sind oder in deinem Geschäft, vielleicht in deiner Sales-Abteilung oder ja, in deinem privaten Business oder wo auch immer, dann steigen auch deine Testosteronwerte und das fühlt sich verdammt gut für dich an. Das heißt, dein Selbstvertrauen steigert sich und ja, du wirst dir mehr zutrauen, du wirst mehr Risiken eingehen. Ja, damit du siehst, dass das Ganze wirklich anfassbar und wissenschaftlich nachvollziehbar ist, habe ich hier mal eine Studie ausgedruckt von der amerikanischen Webseite sciencetoday.com. Die veröffentlichen nämlich regelmäßig ganz gute Studien zu dem Thema, die sehr erhellend sind. Lesen wir doch mal vor. Eine neue Studie zeigt, dass Männer nur glauben müssen, dass sie einen anderen Mann im Wettbewerb besiegt haben, um einen erhöhten Testosteronspiegel und ein erhöhtes Gefühl für ihren sexuellen Selbstwert zu erhalten. Ein Forschungsteam nahm bei 38 Männern in den 20ern den Hormonspiegel sowie die wahrgenommene Attraktivität und das Selbstvertrauen gegenüber Frauen, bevor und nachdem sie an einem Kopf-an-Kopf-Rennen auf Rudergeräten teilgenommen hatten. Ohne das Wissen der Teilnehmer wurden die Wettkämpfe manipuliert, um den Gewinner nach Zufallsprinzip zu ermitteln. Während frühere Studien zeigten, dass Gewinner die das Gewinnen die männlichen Hormone beeinflusst, kam hier heraus, das ist eine echte Perle, dass allein der Glaube, gewonnen zu haben, ausreicht, um höhere Testosteronwerte und gesteigerte wahrgenommene Attraktivität zu erwirken. Ist das nicht der Hammer? Männer, die glaubten, gewonnen zu haben, bekamen einen durchschnittlichen Testoanstieg von 4,9%, während die vermeintlichen Verlierer 7,24% Testoverlust aufzeigten. Auch der selbst wahrgenommene Partnerwert stieg bei den Gewinnern um 6,53% und es war um 11,29% wahrscheinlicher, dass sie eine Frau ansprechen würden. Also ich verlinke dir die Studie natürlich unten und hier kannst du eine gewaltige Schlussfolgerung ziehen, nämlich, dass dein Unterbewusstsein von tragender Bedeutung ist. Also und ja, wie du dieses Unterbewusstsein natürlich beeinflussen kannst, das ist auch schon bekannt. Da gibt es hier Autosuggestion und Affirmation. Ich habe hierzu speziell den Kurs Hypnotisch Betörend ins Leben gerufen, der richtig ins Detail geht und der auch einer meiner Bestseller ist. Guck dir das mal an, das verlinke ich dir auch unten. Um das Ganze abzuschließen, solltest und wirst du wahrscheinlich bis hierhin erkannt haben, dass Wettbewerb quasi synonym für uns Männer ist. Du solltest also alles daran setzen, so viel wie möglich in den Wettbewerb zu gehen, so viel wie möglich dich mit anderen zu messen, damit du dabei zusehen kannst, wie deine Testosteronwerte nach oben gehen und gleichzeitig massiv dein Selbstvertrauen ansteigt. Nicht nur ist das Streben nach Wettbewerb und das Errichten von Hierarchien immanent, also wesenseigen bei uns Männern, sondern auch das Selbstvertrauen, von dem wir hier ja reden. Es bringt uns und nur uns direkte und sofortige Vorteile bei der Partnerwahl. Frauen hingegen bringt es keine Vorteile. Es gibt nicht eine einzige Frau auf diesem Planeten, die irgendwann oder irgendwo mal Anziehung auf einen Mann ausgelöst hat, weil sie selbstbewusst oder erfolgreich ist. 0,0, zeig mir eine. Im Zweifelsfall schadet sie ihnen sogar. Dass nämlich sogenannte Erfolgsfrauen überdurchschnittlich ungewollt Single sind, egal wie gut sie aussehen, das ist hinlänglich bekannt und auch, dass sie dem Druck, der in Männermetiers herrscht, oftmals einfach nicht gewachsen sind. Stichwort Alkoholismus und ganz besonders Antidepressiva, also mach dir mal den Spaß und wirf einen Blick in ihr Badezimmerschränkchen oder in ihr Nachttischchen, da kommt dir das Zeug oft nur so entgegengepurzelt.
Hier gab es ja auch mal einen TV-Beitrag auf einem der dritten Kanäle, ich glaube Arte oder NDR oder sowas, erfolgreiche Frauen und die Sucht, kannst du dir ja mal angucken. Also, Selbstvertrauen, ganz klar primär deine Pflichtaufgabe und dein Metier. Und damit kann ich dann auch zum finalen Fazit kommen. Okay, dein Selbstvertrauen, dein Selbstwertgefühl als Mann, dein Mut auch ein Stück weit auf Frauen zuzugehen vielleicht und sie direkt anzusprechen, all das ist nicht nur, aber auch in hohem Maße von deinem Hormonspiegel abhängig. Und ja, es sollte einfach in deine Blutbahn mit aufgenommen werden. Es sollte sich richtig und gut für dich anfühlen, zu gewinnen, in den fairen Wettbewerb mit anderen zu treten. Denn du wirst sehen, du wirst dabei zusehen können, wie deine Risikobereitschaft ansteigt und wie du dich einfach besser fühlst. Wobei Gefühl ist auch wieder ein bisschen eine zwiespältige Sache, denn Gefühle haben Frauen, Männer haben Instinkte. Okay, lass es mich wissen, wenn dir irgendwas zum Video einfällt, mach den Daumen hoch und wenn du magst, komm in meinen Premium-Bereich. Ciao, ciao.